Guten Tag. Wir treffen uns heute hier zum Thema Belebung der Innenstädte. Ich freue mich dazu begrüßen zu können Herrn Morlock aus Hanau. Herr Morlock ist Spitzenkandidat jetzt in der kommenden Kommunalwahl für die FDP in Hanau und derzeit hauptamtlicher Stadtrat in Hanau. Dazu Jochen Kilp, ein kommunalpolitisches Urgestein in verschiedensten Funktionen bisher sozusagen aufgewachsen und jetzt unser Bürgermeisterkandidat in Friedrichsdorf für die Liberalen. Es geht ja nicht nur seit Corona, sondern schon lange vorher darum, wie kann man die Innenstädte wieder beleben. Gerade die Stadt Hanau macht dazu schon sehr lange Furore und ist in aller Munde mit der neuen Mitte und dem Gestaltungskonzept, das sie da haben. Aber gerade jetzt auch in Corona-Zeiten hört man immer wieder von Hanau, dass sie sich was ganz Neues haben einfallen lassen. Sie haben, glaube ich, einen Aktionsplan dafür. Herr Morlock, wie sieht das denn genau aus? Was macht Hanau denn so Besonderes? Ja, Sie haben es ja schon angedeutet, Weidemedon. Wir haben in Hanau eine gewisse Tradition, was die Stärkung unserer Innenstadt betrifft. Ganz klar, da sind wir nicht alleine. Jede Stadt, jede Innenstadt hat ähnliche Probleme. Innenstädte ganz allgemein sind ja schon seit Jahrhunderten so ein bisschen der Schmelztiegel, das Zentrum jeder Stadtgesellschaft. Muss man gar nicht bis in die Antike, in die Agora zurückgehen. Aber manchmal ist das vielleicht ganz, ganz sinnvoll, sich solche Gedanken zu machen. Und die Stadt Hanau hat halt Anfang des Jahrtausends festgestellt, dass wir einen permanenten Trading-Down-Effekt in der Stadt haben, dass das, was mal funktioniert hat, nicht länger funktioniert hat, sowohl in der Aufstellung der Stadt, also in der Infrastruktur, in der Körnung der Stadt, in der Architektur, in der Gestaltung insgesamt. Es gab enormen Nachholbedarf. Das war dann gleichzeitig Fluch, aber auch Chance, tatsächlich die Stadt komplett umzukrempeln. Und das ist dann so ab Mitte der 2006, 2007 dann auch erfolgt durch den sogenannten wettbewerblichen Dialog. Von außen betrachtet sagen viele, das sei einer der größten Stadtumbaumaßnahmen nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest mal in Hessen, aber durchaus auch in Deutschland, wo eine Stadt wirklich drangegangen ist, grundlegend Plätze und Städte umzukrempeln. Daraus ist dann auch ein gewisses Bewusstsein erwachsen, sind auch gewisse Strukturen erwachsen, sowohl personelle als auch Infrastrukturen und Gegebenheiten, wo wir gelernt haben, wir müssen immer wieder und ständig dran arbeiten, statt als öffentlichen Aufenthaltsraum immer wieder neu zu erfinden und zu gestalten. Also als permanente Aufgabe das sozusagen zu begreifen, weil Stadtentwicklung halt nie wirklich fertig ist. Also eine Stadt entwickelt sich permanent, muss sich permanent weiterentwickeln. Und wenn man den Anspruch hat, das zu fördern, also wenn man sagt, Innenstadt ist eine Qualität an sich, ein Wert an sich, dann ist das auch eine Aufgabe tatsächlich für Stadtgestaltung. Das war so der Ansatzpunkt, der dahinter liegt. Also Stadt insgesamt als öffentlichen Aufenthaltsraum, als Treffpunkt weiterzuentwickeln und zu behalten. Ja, und klar, Corona hat das Ganze natürlich dann nochmal in eine andere Richtung gebracht und ganz andere Fragen gestellt, weil es fragile Strukturen nochmal weiter in Frage gestellt hat, insbesondere was Handelsstrukturen betrifft, aber natürlich auch Gastronomie. Und aus der Erfahrung auch des Innenstadtumbaus als solchen war uns relativ schnell klar, dass wir da stützen müssen, weil den Anspruch haben wir schon, dass die Innenstadt nach wie vor attraktiv sein soll für Hanau. Ja. Jochen, du hast ja auch schon Gedanken dazu gemacht, was können wir hier tun? Wir leiden ja unter oder fast in noch größerem Maße als andere Städte darunter, dass hier gerade so wenig stattfindet, so gar kein Leben auf den Straßen ist. Was für Ansätze und Aktionen können wir von Hanau übernehmen oder hast du dir speziell noch ausgedacht für die Zeit nach Corona? Also zunächst mal gebe ich Herrn Morlock recht, das ist ein Thema, was uns ja schon die letzten Jahre immer begleitet hat. Ne? Dass die Innenstädte zu beleben oder belebt zu halten, das ist eine Herausforderung, der wir uns dauerhaft stellen müssen. Und natürlich ist das durch Corona nochmal besonders verstärkt worden. Und deswegen ist es für uns eines der zentralen Themen, denen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten stellen müssen.
und da auch jetzt rechtzeitig dran gehen müssen, uns zu überlegen, wie kriegen wir denn die ganzen Kunden, die ganzen Bürgerinnen und Bürger wieder aus dem Onlinehandel heraus in die Geschäfte, in die Innenstadt. Was können wir tun, um das anzuschieben, um da Impulse zu setzen und da jetzt alle Beteiligten an einen Tisch holen, also Gastronomen, Einzelhändler, die Wirtschaftsförderung, Gewerbeverein, auch die Vermieter, dass es da einfach ein Maßnahmenpaket gibt, dass man gleich richtig durchstarten kann und nicht erstmal guckt, wenn es wieder aufgeht, wie schlimm ist es denn, sondern dass man gleich da Vollgas geben kann. Und deswegen sollte man sich jetzt schon Gedanken machen und jetzt loslegen. Ja, Herr Morlock, wie weit ist Hanau denn dabei? Fördern Sie auch finanziell zum Beispiel? Was für Maßnahmen haben Sie denn jetzt im Köcher, die Sie sofort anleiern, wenn wir wieder raus auf die Straßen und in die Geschäfte dürfen oder in die Gastronomie? Also die Stadt Hanau nimmt tatsächlich auch Geld in die Hand, aber ich würde mal sagen, wir fördern mit Rat und Tat und Geld. Das ist schon so. Wir sind ja im Moment noch in der Corona-Phase, also sagen wir mal, was die Innenstädte betrifft. Vielleicht mal ein kurzer Blick auf das, was wir bisher gemacht haben, wobei das teilweise sich auch fortsetzen wird in die Zukunft. Und natürlich sind wir aktuell noch mittendrin. Wir haben angefangen beispielsweise mit kleineren finanziellen Unterstützungen auch bauliche Veränderungen bei den Gastronomen durch zu unterstützen, damit die sich Corona-stabil umgestalten können. Also da rede ich von so einfachen Sachen wie Luftreiniger und Co. zu finanzieren oder baulichere Maßnahmen, kleine Gewächshäuser, weil uns von Anfang an klar war, dass das Leben auch außen stattfinden wird, also weniger in den Räumen stattfinden kann, sondern auch außen stattfinden kann, haben wir angefangen, solche baulichen Geschichten zu Co. zu fördern, mit durchaus kleineren Beträgen, um die 500 Euro, solche Sachen, damit die Leute auch Mut gefasst haben, selber auch ihre Initiative in die Hand zu nehmen. Wir haben die Gebühren für die Außengastronomie beispielsweise erlassen. Das sind kleinere Maßnahmen, die natürlich auch Geld kosten, die wir umgesetzt haben. Wir haben in Hanau ein Hygieneteam am Start. Die haben verschiedene Aufgaben. Die überwachen beispielsweise Maskenpflicht. Die machen auch Beratung, Hygieneberatung bei den Einzelhändlern und in den Gaststätten und haben damals, als es noch möglich war, auch geholfen, Hygienekonzepte aufzustellen, haben dann Hygiene-Check sozusagen ein Label herausgegeben und gesagt haben, dass dieses Geschäft ist Hygiene gecheckt, um den Leuten halt Vertrauen zu geben. Das ist das, was wir während Corona gemacht haben und wo wir tatsächlich am meisten Geld in die Hand genommen haben, waren sogenannte Grimm-Schecks. Das ist letztendlich so eine Art Rabattprogramm mit stadtweiten Einkaufsgutscheinen, die es allerdings vorher schon gab. Deshalb war das ein bisschen leichter für die Stadt Hanau, das auch in die Tat umzusetzen, so ein Rabattsystem. Sie können in Hanau mit angeschlossenen Einzelhändlern und in Verbindung mit der Sparkasse solche Gutscheine erwerben bei der Sparkasse, können sie auch verschenken und dann im Hanauer Einzelhandel oder in der Hanauer Gastronomie auch einlösen bei angeschlossenen Händlern. Und dieses vorhandene System hat es uns dann relativ einfach gemacht, städtische Rabatte obendrauf zu geben, also ab einer bestimmten Einkaufssumme dann auch was dazu zu geben. Was dann wiederum, diese Schecks können ja dann wieder im Hanauer Einzelhandel eingelöst werden. Und alles über alles, wir haben es mal überschlagen, hat das einen Umsatz in der Größenordnung von über 12 Millionen generiert dann im Hanauer Einzelhandel, als er noch offen war, Hanauer Einzelhandel und Gastronomie. Das ist was wir uns dann gezielt auch fortsetzen können. Wir können das sicherlich auch nicht über einen unbegrenzten Zeitraum durchhalten. Aber das wird was sein, wenn die Läden wieder aufmachen, um das auch nochmal weiter zu pushen, sozusagen. Für die Zeit, ja, digital, hat Herr Kilb schon gesagt, digital ist natürlich auch eine Plattform, die Einzelhändler in Zukunft mehr beschäftigen wird, also auch die lokalen Einzelhändler. Wir werden und machen solche sogenannten Online-Checks, das werden wir mit einem externen Beratungsteam machen, die sich mal bei Bedarf, wenn das einer möchte, den Online-Auftritt angucken. Erstmal tatsächlich, wie sieht das denn aus? Und wenn sich jemand entscheidet, daran auch was zu ändern, zu verbessern und online an den Start zu gehen, werden wir das auch mit kleineren Beträgen unterstützen. Klammer auf, Voraussetzungen, wenn das mit Hanauer Agenturen zusammen gemacht wird. Also um da auch so ein bisschen einen Kreislaufeffekt zustande zu kriegen.
Ob wir dann so weit gehen, eine eigene Plattform, Verkaufsplattform aufzusetzen, eine städtische, das werden wir mal sehen. Das ist noch nicht entschieden. Das kommt dann auch auf die Resonanz an, die diese Einzelhändler dann zeigen oder die Gastronomen. Wir hatten vor einigen Jahren schon mal so einen Anlauf gemacht, eine gemeinsame Plattform für Onlinehandel in Hanau, für die Hanauer Einzelhändler aufzusetzen, auch für Gastronomen. Da war damals die Bereitschaft nicht allzu groß. Also das ist da, es wurde uns die Tür nicht eingerannt, da mussten wir den Leuten hinterher rennen. Hat nicht wirklich funktioniert, kann aber durchaus sein, dass es natürlich jetzt getrieben durch Corona tatsächlich anders geworden ist, dass da schon mehr Druck dahinter liegt, auch dieses Format anzubieten für den lokalen Einzelhändler. Was machen wir noch? Wir versuchen natürlich, auch wir haben mit Ladenleerständen zu kämpfen, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es immer mal wieder den ein oder anderen jungen Unternehmer, der sich aber nicht richtig traut, einen festen Mietvertrag einzugehen. Wir unterstützen sogenannte Pop-up-Konzepte. Das heißt, das sind kurzfristige Mietverträge mit der Stadt. Also die Stadt mietet dann die Flächen an und vermietet sie über einen kurzen Zeitraum an zu geringen Mieten an solche Startups weiter, Pop-up-Konzepte, damit die sich mal ausprobieren können, damit die sehen, ohne ein allzu großes Risiko einzugehen, funktioniert denn meine Geschäftsidee oder funktioniert sie nicht? Das ist sowas, wo wir dann versuchen, auch Eigeninitiative und eine Selbstständigkeit zu fördern. Ja, wir haben ein relativ intensives Leerstandsmanagement, das gab es auch schon aus der Stadtumbauzeit, wo wir mit den personellen Strukturen, die vorhanden sind, können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, auch auf die Immobilienbesitzer zugehen und sagen, können wir das denn nicht versuchen, gemeinsam zu vermarkten. Wir sind auch teilweise mit unserem City-Management so weit hingegangen, dass wir außerhalb von Hanau interessante Konzepte angesprochen haben, gefragt haben, habt ihr nicht ein Interesse, nach Hanau zu kommen? Wir hätten da vielleicht sogar einen Laden für euch, der in Frage kommen könnte. Das sind so Sachen, die natürlich auch über die Corona-Zeit weitertragen, um eben den Leerstand zu bekämpfen in so einer Stadt und die Struktur auch vielfältig zu gestalten, nicht immer nur die gleichen langweiligen Konzepte in einer Stadt zu sehen. Habe ich das richtig verstanden? Die Stadt Hanau mietet also langfristig leerstehende Geschäfte und auch Gastronomie an und vermietet dann kurzfristig weiter an Startups oder Unternehmer und Gastronomen, die sich mal ausprobieren wollen. Ja, nicht flächendeckend, ne, ist klar. Aber natürlich an einigen ausgewählten Standorten schon, wo wir auch Leerstände haben, wo wir auch wissen, dass es schwierig ist, sagen wir mal, dann Nachbesatz zu kriegen. Da tun wir das, ja. Da gehen wir so weit. Wir begehen ja noch einen anderen liberalen Tabubruch. Die Stadt Hanau hat auch eine sogenannte Vorkaufsrechtssatzung entwickelt, wo die Stadt Hanau auch bei Problemimmobilien ins Eigentum geht. Also über städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, das ist die Hintergrundfolie, über die das läuft, eine Vorkaufsrechtssatzung in die Innenstadt zu tragen, sodass wir auch die Möglichkeit haben, wenn Immobilien verkauft werden, dort auch einzusteigen an ausgewählten Immobilien, die bestimmte Signalwirkungen haben, also Leuchttürme sind, weil wir halt auch festgestellt haben, dass die Immobilienbesitzer aus ihrem ureigenen Interesse vielleicht, dass ein gewisses anderes Interesse ist, die Immobilie zu nutzen, als dem, was eine Innenstadt gut tut oder was wir halt als Vielgestaltigkeit in der Innenstadt erleben wollen und sehen wollen. Das ist auch was wir machen. Ja, das waren ja eine ganze Menge Ideen und auch kreative Ideen, die man so noch nicht in allen Städten sieht. Jochen, was schwebt dir denn vor? Was machen wir denn davon alles in Friedrichsdorf demnächst? Also man kann da schon ganz viel, glaube ich, von umsetzen und vieles von dem, was wir für unseren Plan für Friedrichsdorf ja auch uns überlegt haben, ist da ja auch viel drin. Also wir haben ja die Initiative gestartet, so einen Plan für Friedrichsdorf nach Corona aufzusetzen, damit wir eben vorbereitet sind. Ja, sind auf den Gewerbeverein zugegangen und haben da auch die Rückmeldung, oder das gibt mittlerweile die Signale, ja, dass der Gewerbeverein dass die Initiative aufnimmt und vorantreibt, und das ist also schon ein erster erfolgreicher Schritt. Was mir gut gefällt, ist der Ansatz mit der Unterstützung im Bereich Online.
Weil es ist, glaube ich, illusorisch zu glauben, dass wir nach Corona versuchen sollten, in den Innenstädten wieder auf den Status quo von vor Corona zurückzukommen. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, dass stationärer Einzelhandel nur eine Chance hat in Verbindung mit einem Online-Angebot, mit einem Lieferdienst, den wir ja zum Glück in Friedrichsdorf haben, vom Gewerbeverein, der super funktioniert. Das muss die Stadt weiter mit vorantreiben und sicherstellen, dass es den weiter gibt. Und dazu die Unterstützung wirklich bei den Einzelhändlern, die bisher nicht im Online-Bereich so unterwegs waren, Hilfestellung zu leisten, zu sagen, wir nehmen euch ein Stück weit bei die Hand und versuchen euch in die Lage zu versetzen. Weil das haben wir bei einem Unternehmer-Chat mit den Gewerbetreibenden schon im ersten Lockdown mitbekommen, dass viele gesagt haben, ja, ich habe das bisher nie gebraucht, ich weiß nicht, wie das geht, was mache ich denn jetzt? Und ich glaube, da kann die Stadt zumindest ein ganz guter Motor sein. Was auch mir gut gefällt, sind so diese Pop-up-Elemente, zu sagen, es gibt Leerstände, lasst uns doch mal was ausprobieren, Gastronomie-Geschäfte, Gewerbetreibende, und was eben erfolgreich ist, es kann sich dann eben dort auch dauerhaft etablieren. Und da als Stadt quasi so einen Impuls zu geben und so einen Brückenbauer, ist, glaube ich, sinnvoll. Wir haben das ja auch darüber hinaus so Vorschläge gehabt, wie auf öffentlichen Flächen, die aktuell nicht so belebt sind, dass wir danach eben Schausteller, Pop-up, Foodtrucks oder eben, wie gesagt, Schausteller dort unterbringen und ihnen die Möglichkeit geben, das Geschäft, was ihnen 2020 verloren gegangen ist, eben jetzt wieder ein bisschen mehr Geld einzutreiben. Und das würde natürlich die Aufenthaltsqualität, die Attraktivität der Innenstadt erhöhen. Es würde die Innenstadt beleben. Und davon, glaube ich, profitieren dann auch die Einzelhändler und Gastronomen, die da festsitzen. Weil die sehen das nicht, so ist zumindest meine Rückmeldung, die sehen das nicht als Konkurrenz, sondern die sehen als wirklich als Ergänzung und als Belebung der Innenstadt, wovon sie auch profitieren. Also das sind jetzt mal so zwei Sachen, die mir ganz besonders gut gefallen an Hanau. Und die anderen Sachen nehme ich gerne auf, weil nochmal, wir müssen, glaube ich, nicht jede Stadt muss das Rad neu erfinden. Uns ist wichtig, dass wir über den Tellerrand schauen, was machen denn andere gut, was funktioniert, und uns das Gute eben abzuschauen und nicht in unser eigenes Süppchen zu kochen, zu sagen, wir wissen das eh alles besser. Und von daher ist da einiges dabei, glaube ich, was wir für Friedrichsdorf noch erwägen können. Ja, das sehe ich auch so. Besonders gut hat mir auch der Hinweis gefallen, dass Sie das versuchen, mit heimischen Agenturen umzusetzen, die da in die Beratung gehen. Das haben wir ja auch festgestellt, dass unser stationärer Handel hier in Friedrichsdorf noch sehr viel Hilfe braucht, wenn es darum geht, nicht nur eine ordentliche Homepage zu machen, sondern sogar dann vielleicht sogar ein System, dass man dort auch einkaufen kann, dass ich dort in einen Warenkorb was legen kann und richtig einkaufen kann. Das bedarf ja dann viel mehr als nur einer ordentlichen Homepage. Insofern glaube ich, da müssen wir alle noch ganz lang am Ball bleiben. Wie sehen Sie das, Herr Mollock? Wird es nach Corona eher eine Rückkehr zum Status quo, weil wir uns alle so freuen, dass wir jetzt wieder losgelassen sind? Oder was lernen wir aus Corona für die Innenstädte? Also ich persönlich glaube schon, dass Menschen einen Nachholbedarf haben, wenn Corona erstmal Anführungsstriche vorbei ist, wenn es jemals vorbei sein sollte, so ganz und gar. Also dass die Leute schon wieder Lust drauf haben, sich zu begegnen, dass die Leute Lust drauf haben, sich auch nicht nur im digitalen Netz einzukaufen, sondern Sachen auch anzuprobieren, anzufassen und auch Lust drauf haben werden, sich in Straßencafés zu setzen. Also einfach das öffentliche Leben zu genießen. Also das ist eine Chance, dass die Leute erstmal wieder in die Stadt kommen und Frequenz da ist. Wir müssen sie dann auch abholen und müssen versuchen, sie dort auch zu halten. Und ich glaube schon, dass die Rolle des Einzelhandels bei diesem Halten in der Stadt, bei diesem Aufenthalt in der Stadt, geringere sein wird als vorher möglicherweise. Das heißt, Einzelhandel ist nicht mehr allein, kann nicht mehr allein diese Gravitations-, diese Anziehungskraft für die Innenstadt haben. Wir müssen Innenstädte auch anders als Aufenthaltsraum und öffentlichen Raum begreifen. Da müssen noch andere zusätzliche Angebote kommen. Was wir zum Beispiel gemerkt haben im Stadtumbau, im rein physischen Stadtumbau, dass die Außengastronomie eine ganz, ganz andere, attraktivere Rolle spielt. Die Leute sind auch bereit, sich zu anderen Jahreszeiten draußen hinzusetzen, durchaus in Decken gehüllt und so. Das funktioniert ganz gut. Wir müssen Kultur, wir müssen Veranstaltungen in die Städte
bringen. Und was Herr Kleb gesagt hat, ist, glaube ich, schon richtig. Auch dafür muss es dann Gelegenheiten geben, wo man das veranstalten kann, wo man das ausüben kann. Das müssen gar nicht immer die großen Veranstaltungen sein. Das können kleine, charmante Geschichten sein an durchaus verschiedenen Plätzen in der Stadt. Also die Leute müssen was erleben können in der Stadt. Das an sich, um was den Einkauf betrifft, sollte die ganze Stadt ein Einkaufszentrum sein, sich insgesamt so begreifen. So ein Einkaufszentrum als klassisches hat ja auch so eine Art Center-Management. Auch das ist ganz wichtig, dass eine Stadt sich insgesamt in dem Zusammenhang dann als ein Center begreift, was jetzt die Einzelhandelssparte betrifft, und sich insgesamt managt, also da mehr zusammenarbeitet, mehr zusammenspielt. Aber nicht nur mit dem Fokus auf Einzelhandel, das wird vielleicht der Unterschied sein. Und zu der Nach-Corona-Zeit, dass wir uns nicht nur auf den Einzelhandel verlassen können, sondern dass der Einzelhandel eben die Stütze und die Unterstützung von verschiedenen anderen Möglichkeiten zur Nutzung von öffentlichen Raum bekommt. Also Stichwort Erlebnisse, das war ja schon immer das, was die Einkaufscenter ja selber in den letzten Jahren schon immer sagten vor Corona. Wir müssen den Einkauf zum Erlebnis machen, sonst kommt keiner mehr. Das heißt, das ist das Fazit für die Innenstädte. Wir müssen die Innenstadt zum Erlebnis machen. Wir müssen sie spannender machen, ja, noch spannender, als sie vielleicht auch waren, ja. Ja. Wie weit wird der Friedrichsdorf zum Erlebnis werden können? Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, da gibt es keine Knöpfe, auf die man drücken kann und dann wird das laufen, sondern das muss wachsen. Und ganz wichtiger Punkt, den Sie, Herr Morlock, angesprochen haben, ist Bereich Außengastronomie. Also wirklich, dass die Leute in der Innenstadt quasi sich gerne aufhalten, draußen sitzen, dass die Straßen dadurch belebt werden und das wiederum andere dann anzieht. Ich glaube, das wird dann so eine kleine Lawine lostreten. Das ist, glaube ich, zentral. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir uns jetzt schon Gedanken machen, weil da andere Bereiche mit reinspielen. Es macht keinen Sinn, wenn das Kulturmanagement oder das Kulturamt sich jetzt losgelöst von der Wirtschaftsförderung Gedanken macht, wie ihr Kulturprogramm im Sommer aussieht. Ich glaube, das muss jetzt verzahnt werden, damit sowohl das Kulturamt oder die Kulturveranstaltung auf der einen Seite, aber eben auch die Innenstadt auf der anderen Seite davon profitieren. Das ist eine Win-Win-Situation. Das heißt, jetzt sich Gedanken machen, wie kann sowas aussehen, wie können Kulturveranstaltungen in die Innenstadt kommen. Und da habe ich nochmal eine Frage, Herr Morlock, wenn Sie sagen, Außengastronomie ist ein zentraler Bestandteil auch in Hanau. Wie gehen Sie um mit dem Bereich Lärmbelästigung, Anwohnerbeschwerden durch Außengastronomie? Ja, kommt immer wieder vor. Ich rede jetzt von der Außengastronomie auch tagsüber. Das ist der Schwerpunkt schon, also weil das ja die Unterstützung auch für den Einzelhandel sein soll. Wir haben aber natürlich auch so ein Quartier und einen Bereich, wo abends dann Gastronomie stattfindet, den wir auch bespielen, die sogenannte Altstadt, aber da auch in Kooperation mit den Anwohnern. Also wir versuchen das immer auszutarieren, dass es auch Gespräche gibt zwischen den Gastronomen auf der einen Seite, den Veranstaltern auf der anderen Seite, die es im öffentlichen Raum machen, und den Anwohnern. Wir gucken, dass das nicht zu viel wird, dass das nicht exzessiv wird und dass es dann tatsächlich auch einen zeitlichen Rahmen hat, der noch einigermaßen verträglich ist. Das ist dann, was die Außengastronomie und die Außenveranstaltung betrifft, dann auch 10, spätestens 11 im Sommer dann auch zu Ende geht. Aber natürlich ist das ein Spannungsfeld, das ist ganz klar. Und das regeln Sie mit durch Gespräche mit allen Beteiligten? Nur so zu regeln, ja. Ja, das funktioniert auch ganz gut. Wir haben immer wieder den einen oder anderen dabei, der sich dann beschwert. Der kann dann gerade derjenige sein, der so ein Konzept dann schwierig macht. Aber in der Altstadt, die sich jetzt in diese Richtung entwickelt hat in den letzten 2, 3 Jahren, funktioniert es eigentlich ganz gut. Ja. Also die Innenstadt funktioniert immer dann, es ist immer Sehen und gesehen werden, wenn es was zu sehen gibt und wenn ich andere Leute sehe, wenn ich mich darauf verlassen kann, ich fahre in die Stadt und da passiert was. Wir haben in Hanau den Vorteil, was jetzt nochmal den Einzelhandel betrifft und tagsüber, dass wir sehr gut funktionierenden Wochenmarkt Samstag haben. Das ist so der Frequenzbringer, der Anziehungspunkt, und drumherum, das war dann auch ein Effekt des Innenstadtumbaus, haben sich dann auch die Cafés und Gastronomien angesiedelt und die Leute gehen auf den Markt, setzen sich dann ins Café. So soll es eigentlich auch sein. Ja, definitiv. Und ich finde den Ansatz genau richtig, zu sagen, wir müssen miteinander reden. Kommunikation, Plattform, Austausch.
Also das Thema lebendige Innenstadt ist ja wirklich ein Herzensthema von mir und von uns, zu sagen, wir wollen da die Leute wirklich auf die Straße kriegen, dass wir wieder Leben auf den Straßen haben. Und unser Ansatz ist genau der, dass die Vermieter, die Gastronomen, die Einzelhändler und die Anwohner, dass alle an einen Tisch kommen, sich regelmäßig austauschen und so Probleme von Anfang an beseitigt werden und dass man daran arbeitet. Weil ich glaube, miteinander reden, das hilft auf jeden Fall schon mal. Das ist genau unser Ansatz, ja. Ja, deswegen war es ja sehr interessant, dass wir uns mit Ihnen austauschen können, denn wir wollen ja hier von den Besten lernen und von den Guten. Wir haben von Thanau, wie gesagt, in letzter Zeit oder schon ein paar Jahre lang sehr viel gelesen, auch die Neue Mitte, wo ja eine wunderschöne Bücherei drin ist, die ja wohl auch als Frequenzbringer dann dient, wenn sie denn mal offen sein darf. Das sind alles so neue Ansätze, die wir hier mit der Zeit dann auch hoffen, umsetzen zu können. Was haben Sie noch einen Rat so für die kleineren Kommunen? Wann müssen die loslegen und am besten womit gleich, damit man ein bisschen Schwung gewinnt? Nee, ich denke, jeder, der Verantwortung übernimmt in der Kommune, hat den Anspruch, seine Kommune so gut aufzustellen, dass es den Leuten auch Spaß macht, in der Stadt zu leben. Das ist ja ganz klar. Insofern müssen sie sich ständig auf den Weg machen. Ich sagte ja, glaube ich, am Anfang, das ist ja auch kein Prozess, der irgendwann mal fertig ist, sondern das ist ja was immer weitergeht. Wir haben es, denke ich, schon angesprochen und Herr Kipp hat es ja auch aufgenommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, für eine Kommune erstens mal die Strukturen zu schaffen. Also das heißt, die Infrastruktur, das haben Sie angesprochen, mit dem Stadtumbau. Wir haben jetzt zum Beispiel die letzte Straße, auf der wir im Auto noch von Ost nach West durch die Innenstadt fahren konnten, mitten durch die Fußgängerzone. Die haben wir jetzt zur Fußgängerzone umgewidmet. Das sind so Sachen, die dann ein Bild runter machen und die Aufenthaltsqualität verbessern. Wir versuchen über ein Mobilitätsleitbild auch ein bisschen die Verkehre so zu steuern, dass wir die Autos am Innenstadtring in die Parkhäuser bringen, dass sie nicht mehr durch die Stadt fahren müssen, aber natürlich die Erreichbarkeit sichergestellt ist. Das sind alle so Sachen, die harte, Anführungsstriche, Infrastruktur betreffen, also die baulichen Maßnahmen, die Aufenthaltsqualität zu sichern. Und das andere sind die sozialen Infrastrukturen. Das ist das, was Herr Kipp, glaube ich, zu Recht schon angesprochen hat, Netzwerke zu bilden, die sich gemeinsam Gedanken machen, wie so eine Stadt vorankommen kann. Die gab es in Hanau schon relativ lang, aber auch gefördert durch den Innenstadtumbau. Es gibt eine Hanauer Marketinggesellschaft, eine städtische Gesellschaft, die so das Netzwerk bildet und das Grundgerüst bildet für solche Kontakt. Es gibt einen Marketingverein, das sind dann auch Einzelhändler, Gastronomen, die dann von dort aus in Kontakt mit der Stadt sind. Also diese Netzwerke zu nutzen und alle, die ja viele gute Ideen haben, auch alle, die was beitragen wollen, dass man das auch bündelt, dass man das kanalisiert und dass man das nicht für sich verpuffen lässt, dass jeder sagt, ich habe ja gute Ideen, aber mich fragt ja keiner, dass man den Leuten zumindest mal die Chance gibt, sich einzubringen und da kommt dann oft auch was Konstruktives dabei raus. Und der Effekt ist, dass die Leute das dann auch als ihr eigenes Projekt begreifen. Und das ist immer ein guter Ansatz, wenn die Leute Sachen als ihr eigenes Projekt begreifen, eigene Verantwortung übernehmen und auch merken, es wird auch durchaus das eine oder andere dann übernommen von dem, was ich beigetragen habe. Also Strukturen schaffen, sowohl was Infrastruktur betrifft, so das ist ja das klassische städtische Geschäft oder kommunale Geschäft, aber auch Infrastrukturen im Bereich Netzwerkbildung. Ja, eben alle mitnehmen, Ideen bündeln. Ein wichtiges Stichwort hat der Herr Mollock gerade noch angesprochen, das war die Infrastruktur schaffen, Jochen. Wie sieht das denn für Friedrichsdorf aus? Wir haben hier einmal den Landgrafenplatz, haben wir auch einen ganz schönen Wochenmarkt. Wir haben den Huierplatz, wo leider wir über viel Leerstand gerade klagen. Was würdest du denn noch so an Ideen haben? Was könnte man hier machen, um die auch an Mobilitätskonzept, um hier die Innenstadt für die Fußgänger und für diejenigen, die dort was erleben wollen, attraktiver zu machen? Also zunächst mal haben wir die drei Zentren, die wir in Friedrichsdorf haben. Das ist der Landgrafenplatz mit der Hugenottenstraße. Dann das Taunuskarree und den Uja-Platz. Das sind jetzt mal die drei Haupt
Hauptzentren. Und das Problem ist, dass die relativ alleine für sich stehen, dass es da keine Verbindung gibt. Das haben wir schon von Anfang an darauf hingewiesen, wenn das Taunuskarree kommt, dass wir eine Möglichkeit schaffen müssen, eine Verbindung, eine bauliche Verbindung auch zu den bestehenden beiden Zentren. Und es liegt nun mal in der Mitte und es hätte sich dafür angeboten. Das wollte man damals nicht. Er hat gesagt, ach, lass uns doch erstmal abwarten. Und ich glaube, das war der falsche Weg. Also, dass wir das Görs-Gelände, was zwischen Landgrafenplatz und Taunuskarree liegt, dass wir das als Chance begreifen, eben nicht nur Parkplatz sein lassen, sondern das wirklich auch mit einem Frequenzbringer aufwerten, um da wirklich eine Frequenz zwischen Landgrafenplatz und Taunuskarree hinzubekommen. Und das Gleiche dann natürlich auch in die andere Richtung, Richtung Uja-Platz. Auch da gibt es Möglichkeiten durch den Platz, der dazwischen ist, ich sag mal, auch da ein bisschen Frequenz reinzubringen. Das wird man nicht von heute auf morgen kriegen, aber ich denke, mit dem Görs-Gelände sollten wir endlich mal anfangen. Da reden wir seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten davon, wie dieser Parkplatz mal aussehen sollte. Also das ist ein Punkt. Und dazu brauchen wir, wie du es richtig sagst, schon ein vernünftiges Mobilitätskonzept. Also die Ortsteile müssen vernünftig an die Innenstadt angebunden sein. Da reicht nicht der Dieselbus, der hier alle Stunde mal durchfährt und nur bestimmte Punkte anfährt und einige Leute überhaupt nicht erreicht, weil er einfach in die Straßen nicht kommen, nicht wenden kann, wie auch immer, sondern da brauchen wir eine flexiblere Lösung, kleinere Lösungen, On-Demand-Lösungen, Minibusse mit umweltfreundlichem Antrieb, die auch die ältere Bevölkerung dort abholt, wo sie eben wohnt und dorthin bringt, wo sie hinwollen und sie so auch am gesellschaftlichen Leben und an der Innenstadt auch teilhaben zu lassen. Also auch das gehört in so ein Thema, wie belebe ich eine Innenstadt dazu, nämlich wie schaffe ich die Mobilität für alle Bevölkerungsteile in die Stadt zu kommen. Dann gehört dazu so Kleinigkeiten wie das auf dem Landgrafenplatz nur drei Fahrradstände stehen, was für eine Stadt mit 25.000 Einwohnern jetzt absolut unzureichend ist. Also es sind ganz viele kleine Punkte, die da zusammenspielen. Und ich sehe das auch, wie Herr Morlock, dass das ein Prozess ist, dieser Innenstadtumbau, den wir als ganzheitliches begreifen müssen. Und da ist, glaube ich, das Projekt, was wir jetzt haben, dieses lebendige Zentren, dieses Landesprogramm, der richtige Zeitpunkt, uns jetzt über das Gesamtkonzept Gedanken zu machen und dann aber auch endlich loszulegen. Und Stichwort Fußgängerzone Hugenottenstraße? Ist ein interessanter Ansatz. Da sollten wir drüber nachdenken. Entweder als Fußgängerzone oder mit Einbahnstraße. Ich bin da nicht festgelegt und das ist auch, glaube ich, keine Entscheidung des Bürgermeisters, sondern das sollte eine Entscheidung der gesamten Anwohner und Betroffenen, also der Geschäfte und der dort Wohnenden sein. Und dazu müssen wir uns Gedanken oder sollten wir alle an einen Tisch kommen, das diskutieren, Vor- und Nachteile abwägen und dann entscheiden. Das sollte keine Entscheidung von mir oder vom neuen Bürgermeister sein. Und damit hat sich der Kreis eigentlich geschlossen. Wir müssen alle mitnehmen, neue Ideen durchaus auch mal denken dürfen, so wie das Hanau ja auch macht und gemacht hat. Und dann auch mal die eine oder andere ausprobieren. Ich denke, das ist ein guter Weg für die Innenstädte. Vielen Dank für diese vielen Ideen. Ich glaube, wir können uns alle auf die Zeit nach Corona freuen, wenn wir endlich wieder raus dürfen und uns das alles anschauen, was wir da so alles an Ideen inzwischen gesammelt haben. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, ich mich auch sehr gerne.